So, und damit herzlich willkommen zum nächsten Spiel. Ihr seht, wir haben gerade 2-1 gewonnen gegen IWGX. Ja, toller Name. Auf jeden Fall, 2-1 gewonnen gegen Real Madrid. Wir haben 9 Punkte von möglichen 9 Punkten. Wir haben also 3 Siege, sieht man oben links, nach 3 Spielen. Abstieg, hallo, nein. Ligatitel, hallo, ja. Sieht gut aus momentan, muss ich sagen. Wenn ich mich jetzt nicht übernehme und totalen Scheiß zusammenspiele vorm Tor, wie ich das schon Saisons davor mitunter gebracht habe, leider, dann könnte das echt der nächste Ligatitel werden. Und jetzt bei Schnee wird nicht einfach. Wird garantiert nicht einfach. Ja, Borussia Dortmund against Borussia Dortmund. Eieieiei, ich bin eigentlich kein Fan von Schnee. Kein bisschen. Zumal draußen momentan 25 Grad hat. Nein, ja nur. Nicht so ganz passend eigentlich. Na, komm, scheiße. Ich frage ihn mal, ob er den vereinbarten Abbruch zustimmt. Ja, er stimmt zu. Und zwar sofort. Wunderbar. Wir machen das nächste Spiel. Der Gegner war kein Problem, die Verbindung auch nicht. Aber ich spiele nicht gerne bei Schnee. Ende. Suchen wir uns den nächsten Gegner. Darf auch gerne der gleiche sein, aber nicht bei Schnee. Leute, zumal es überhaupt nicht momentan zum Wetter passt. Kein bisschen. Hab selten gesehen, dass es im Mai so schneit. Naja. Hoppala. Da dreh ich doch glatt mal die Flasche hier um. Meine Wasserflasche, die immer bei mir ist. Ja, das Stadion ist mir mal schön. Hier würde Schnee passen. Zenit St. Petersburg, Russland. Na, da ist doch. Die haben Hulk, das weiß ich. Also Hulk oder wie auch immer sie ihn von mir aus nennen. Mir auch völlig egal. Hier ist ein Sieg auf jeden Fall drin. Also auch wenn der gut spielt mit der Mannschaft. Darf er eigentlich nicht viel holen gegen mich? Eigentlich! Da kommt schon die erste Chance. Die haben ihm schon mal richtig schön verbraten. Jetzt bin ich dran. Kagawa. Immer noch Kagawa. Ganz unten. Ah, ganz nett von der Idee. Aber am Ende war es dann nicht so. Das war... Ganz oben. Komm schon. Ah, Dreck. Ja, zum Glück war der Vorteil noch nicht vorbei. Habe ich schon eine gute Weile weitergespielt. Und habe dann Ball, naja, sagen wir mal, zu Recht verloren. Ja, ich gebe ihm deswegen aus Fairnessgründen einfach mal wieder. Also lediglich aus Fairnessgründen, nichts anderes. Alter Leute, wollt ihr mich verarschen? Das ist St. Petersburg. Weinfeller, Dankeschön. Lass mal ein bisschen Bullshit noch machen, um mir Angst einzujagen, oder wie? Alter, nein. Kann nicht wahr sein. Heute Abend ist übrigens, also, naja, für euch nicht, da ist es schon längstens gelaufen. Barcelona gegen Bayern, das Hinspiel. Mal schauen, wie es ausgeht. Ich glaube ja, so irgendwie zwischen 2-1 für Bayern und 3-0 für Barca ist ja alles drin. Man wird es dann sehen. Aber selbst eine 2-0-Niederlage in Barcelona wäre gar kein so schlechtes Ergebnis. Zumal auswärts. Oh, ich hau mir das Ding gleich selber rein. Zumal auswärts und Barcelona in Vollbesetzung, glaube ich. Und bei Bayern, naja, nicht so ganz. Alter Schwede, der macht mir echt Probleme. Das ist ja unglaublich. Wird Zeit fürs 1-0. Wird Zeit fürs 1-0. Aubameyang kommt über die rechte Außenseite. Aubameyang. Aubameyang. Aubameyang zieht rüber. Zieht weiter. Aubameyang. Ja. War mehr drin? Wäre schön gewesen, wenn noch mehr rausgekommen wäre. Reus. Spielt den schön. Komm, 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 da läuft er doch. Komm, Kagawa. Komm, 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 Junge. Komm, Junge. Komm, Junge. Komm, Junge. 1-0.
das ist gut. Ein guter Start. Zumal er ja eigentlich schon überlegen war. Zumindest habe ich so das Gefühl. Ich dachte nicht, dass ich ihn noch heim mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Verteidiger hat mich relativ weit abgedrängt. Ich habe zwar schon schießen gesückt, aber ja, Kagawa wollte nicht so recht. Und da ist es dann nochmal. Nicht schlecht. Beziehungsweise Kagawa ist nochmal. So, dicht stehen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, und schicken. Na, oh, was ist los um alles in der Welt? Wie schnell hat der sich bitte schon umgedreht, der Torhüter? Und zweitens, wenn ich da nicht schießen drücke, dann komme ich da einfach vorbei. Scheiße, das wäre es 2-0 dann gewesen. Verdient? Nö. Aber das juckt mich in dem Moment auch nicht so wirklich. Hulk. Kein Elfer. Alles in Ordnung. Links oben. Weit genug weg vom Tor. Komm, Kampel. Ja, verliert da den Zweikampf bzw. das Kopfballduell. Da bleibe ich einfach mal dran. Okay. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Den schicken wir. Den schicken wir. Komm schon. Komm schon! Aubameyang 2-0! Das war sauber. Richtig gut gemacht. Sehr schnell vorgetragen, ein guter Konter. Wieder 2-0 Führung. Das sind so angenehme Ergebnisse. Und 2-0 ist wirklich angenehm. Es gibt einfach Sicherheit zum 3-0. Er muss angreifen und so weiter. Und bietet mir dann immer mehr Räume. So ist mein Spiel. Komm, Aubameyang. Komm, Aubameyang. Aubameyang zum 3-0. Daumen hoch. Und er spielt weiter. Das finde ich gut. Komm schon, Reus. Ha, setzt sich da fast durch, aber nicht ganz. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, Junge. Na, ich will natürlich jetzt mehr. Ich will ein hohes Ergebnis. Kann ich einfach nur so sagen. Ach, scheiße. Oh, 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 oh. Ich glaube, das wäre ein Elfmeter sonst geworden. So wie der Torhüter da reingeht und so wie ich den da passe, das ist ja nicht zu fassen. Alter Weidenfeller, mein lieber Herr Gesangsverein. Was ist denn los mit dir? Und nochmal, kennen wir ja schon. Diesmal brauche ich kein Kopfballduell gehen. Komm, Kampel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm, Kampel. Hey. Oh, das ich fahre selber rein, ne? Aubameyang darf auch direkt wieder. Und Hummels mit dem Seitfallzieher 80 Meter drüber und 5 Meter vorbei. Naja, mehr als 5 Meter vorbei. Da, wo ich gerade stand, da stand ich echt gut. So, Kampel. Jetzt macht's richtig Laune. Muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt macht's richtig Laune. Ey. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er in der Halbzeit aufgeben wird. Ich könnte es mir vorstellen, wissen du es nicht. Ich versuche den jetzt flach direkt stark reinzubringen. So war es eigentlich nicht geplant. Aber so schlecht war es auch wieder. Da sollte viel stärker kommen eigentlich. Jetzt muss ich auch nicht unbedingt darauf achten, ob ich die so mache. Ach, Aubameyang. Ich kann einfach mal ganz locker runterspielen. Oder was heißt runterspielen? Das ist ein bisschen der falsche Ausdruck. Hört sich immer so an, als würde ich auf Zeit spielen. Um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht mein Spiel. Das passiert nur in aller seltensten Fällen bei mir.
Ich hasse es nämlich, wenn Gegner sowas tun. Deswegen mache ich es aber auch nicht. Und ich mag es auch bei mir selbst nicht. Das ist nämlich langweilig. Und hier geht es auch um den Spaß. Läuft. Ah, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Er macht weiter, finde ich gut. Ich habe Spaß dran. Kagawa. Schade. Da wurde nichts draus. Ganz nach oben. Gut gespielt. Einmal die Drehung. Ach, blöd gelaufen. Und oben lang. Schön gemacht. Komm schon. Ach, nicht gut. Jetzt bietet sich da Raum. Für ihn. Finde ich nicht gut. Das finde ich schon bedeutend besser. Schicken kann ich ihn so nicht. So vielleicht? Nein. So auch nicht. Es läuft eigentlich zu einfach. So leid es mir tut, es läuft viel zu einfach. Ich glaube nicht, dass es am Gegner liegt. Ich glaube, dass der dass er in so einer Phase ist, in der ich vorher war. Aubameyang. Komm. Leg ab und den hält er gut. Schott, ich geh da mal drauf. Direkt, ich hab ihn. Gar kein Problem. Viel zu einfach. Ich kann es wiederholen. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich komme doch hier an den Ball. So gefühlt momentan irgendwie. Ah, jetzt kriegt er einen Freistoß. Mal schauen, was er da rausholt. Wenn das einigermaßen gut kann, dann wird das jetzt echt gefährlich. Alter, steht der zentral. Oh, sehr, sehr sauber. Und weg mit. Und oben mehr. Komm, Tempo. Ja, da komme ich auch nicht mehr hin. Guckt euch das an. Es ist so easy. Naja. Ich glaube echt nicht, dass es am Gegner liegt, aber mir soll es ja recht sein. Huiuiuiui. Geht der da rein. Der tut da noch nichts zu tun. Achso, ja, der andere. Achso. So gut fand ich den jetzt. Ah ja, danke. Okay. Lalalalala. Oh oh. Go. Schade. In der Mitte steht einer frei, Jungs. Decken! Ich glaube, ich nehme das zurück mit. Er wird verarscht vom Spiel. Ich werde verarscht vom Spiel. Ich spiele einfach nur so. Oh Gott. Keine Ahnung. Also, mein Sorry, aber. Das Tor ist kurios. Gewinnen wird er das garantiert nicht mehr. Aber er wird jetzt natürlich richtig nach vorne peitschen. Und ich muss aufpassen. Wenn ich noch eins kassiere, dann werde selbst ich mal defensiv spielen. Weil ich ihm nach 3-0 sicherlich nicht den Sieg oder das Unentschieden gönnen werde. Jo, jetzt warten wir erstmal ein bisschen. Alter, war das ein kurioses Tor. Mein Sorry, aber boy. Komm. Put. Gut, Weinfeller. Im Gegensatz zu dem davor. Das war wirklich kurios. Oh, Jungs!
Maybe he was thinking about where it was going to end up rather than where he actually put it. Nice. Thinking about something else. Ganz weit nach vorne. Und zwar oben lang. Das sieht ziemlich verhältnismäßig frei aus, denn er versucht natürlich eher unten zu decken. Ah, das ist blöd gelaufen. Das ist nicht gut gelaufen. Und da habe ich den Ball wieder. Alles im Rahmen. Doch, komm schon, hör doch auf. Aubameyang, Aubameyang. Immer noch Aubameyang. Was ist denn los mit dem? Was hat denn der genommen? Oh oh. Mit beiden. Deswegen mit beiden. Oh oh, unten. Oh, Scheiße! Alter Schwede. Konter. Konter. Go, 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 go. Komm, komm, komm. Tempo machen. Weiter. Los, los, los. Du hast noch Kräfte. Du hast noch Säfte. Mir egal, was du hast. Auf jeden Fall hast du noch Power. Hat er nicht mehr. Okay. Er fällt um. Jetzt ist Konterchance für ihn. Aber den habe ich. Den habe ich doch nicht. Hab ihn. Ach komm, Publikum, hör doch auf. Wo sind wir denn? Übertreib doch nicht. Oh oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße, Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt werde ich mal defensiv. Alter, nein, das kann ja nicht wahr sein. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich weiß, er wird mich hassen. Und ich würde mich auch hassen, wenn ich an seiner Stelle wäre. Aber ich gehe hier sicherlich jetzt nicht auf offensiv. Oder allzu sehr offensiv. Komm, jetzt aber. Sowas nutze ich trotzdem. Das muss einfach sein. Das würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich da nicht angreifen würde. Wir haben Zeit. Ganz locker. Sehe ich aus, als hätte ich es eilig, oder wie? Er sieht aus, als hätte es eilig. Komm, Reus. An den Pfosten. Der hätte auch reingehen dürfen. Sehr gerne sogar. Oh, jetzt kommt er mit dem Angriff noch. Alter, ich krieg... Ja! Ich krieg gar nichts mehr. Ich krieg Freude pur. 3-2 gewonnen. Und ich habe noch nicht mal so defensiv gespielt, dass er mich irgendwie hassen müsste dafür. Yippie-yay, Schweinebacke. Coole Sache. Coole Sache. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlechter Specht, da wäre mehr mit mir gewesen, wieder an Toren, deutlich mehr, aber hey, er ist zurückgekommen, er hat Moral bewiesen, und da, was will ich sagen, außer wir haben 12 Punkte, Leute, von möglichen 12, geiler Scheiß, ich muss mir endlich keine Sorgen machen über Abstieg oder sonst irgendein Bullshit, einfach pur nach vorne, volle Kraft nach vorne, was für eine Liga kam der? Liga 2, okay. Hat da 4-0 gewonnen, 4-3 gewonnen, 3-2 verloren. EA Cup, okay. Premier Cup. Spielt ganz gut im Pokal. Joa. Hat auch eine ganz gute Statistik, hat 5 Sterne, muss man auch dazu sagen. Wobei, es kommt auch dadurch, dass er ganz viele Spiele hat. Höchste Spielklasse. War 1, okay. Ist schon oft ab- und aufgestiegen. Hat so ziemlich alle Pokale bisher geholt. Nicht alle. Nicht alle, aber fast alle. Ligatitel auch 3-mal. Premier Cup hat er 1-mal, okay. Ja, sieht bei mir gut aus. Schaut euch das an, davor. Also es läuft jetzt schon eine Weile gut. Da unten die 4 Spiele müssen wir noch ein bisschen ausradieren.
Die habt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Ja, die habt ihr noch nicht mal gesehen, die hier unten. Die ist noch nicht mal draußen. Und ich nehme schon hier oben auf. Ja, Hammer. Wie lief's denn bei mir, Pokal? Ah, nicht so, ne? Schon mal besser da unten. Das ist aber auch schon eine Weile gespielt. In 2 Tagen ist aber wieder soweit. Ist ja, glaube ich, nur alle 2 Wochen, von daher kann ich noch nicht so oft spielen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Dass ich immer noch 4,5 Sterne habe, wundert mich. Ich bin meinen fünften, also meinen halben da noch. Das ist unfair. Ja, gut. Auf dem Weg zum Ligatitel. Den muss ich holen. Also mit 4 Siegen nach 4 Spielen ist hier absolut Ligatitelpflicht. 2 Niederlagen Unentschieden kann ich da noch reinhauen. Und den Rest halt gewinnen. Und trotzdem kriege ich einen Ligatitel. Also von daher, das ist absolut, also absolut. Nein, 2 Niederlagen Unentschieden geht nicht. 2 Niederlagen einfach nur so. Das geht. Oder 1 Niederlage und 2 Unentschieden, glaube ich. Ja. Ach komm, das schaffe ich auf jeden Fall. Um Gottes Willen, wo sind wir denn? Gut. Sehen wir uns im nächsten Spiel, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao. Und danke fürs Zuschauen!